Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisation und habe heute nochmal einen Tipp in Outlook für Sie. Und zwar geht es um folgende Situation. Sie sind kurz vorm Urlaub. Ne? Wie das immer so ist, kurz vorm Urlaub will man Mails verschicken, noch schnell fertig kriegen und man weiß genau, während der Abwesenheit kommt da eine Antwort. Aber die landet dann ja in Ihrem E-Mail-Posteingang. Klar, können Sie eine Abwesenheitsnachricht erstellen, dann muss der Absender nochmal seine Antwort woanders hinschicken. Ja, ist alles ein bisschen aufwendig. Sie können es aber auch so einrichten, dass die Antwort auf diese Mail an ein anderes Postfach geschickt wird. Wie zum Beispiel ein Funktionspostfach. Ich liebe ja Funktionspostfächer, weil es einfach für die Urlaubssituation viel besser ist. Denn dann ist völlig egal, wer gerade im Urlaub ist oder krank. Durch das Funktionspostfach haben mehrere Mitarbeiter Zugriff auf diese E-Mails und dann muss ich mir da keine Sorgen machen. Was ist ein Funktionspostfach? Sowas wie Bewerbung-Ad, Einkauf-Ad und so weiter. So, wie geht das jetzt, dass wir bei so einer Mail hier festlegen können, an wen eigentlich die Antwort kommt? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich habe einfach eine neue E-Mail hier erstellt und wir müssen rüberwechseln zu den Optionen. Es lohnt sich immer mal bei den Optionen reinzuschauen. Hier kann man ein paar interessante Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel auch das BCC-Feld. Ne? Nur mal so nebenbei, Abstimmschaltflächen und Lesebestätigung. Aber hier ganz recht haben wir auch Antwort richten an. Ne? Antworten auf diese Nachricht an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden. Und das ist das, was ich möchte. Ja? Also hier einfach mal draufklicken. Und dann kann man hier bei Übermittlungsoption festlegen, Antworten senden an, und dann kann ich hier einen Namen auswählen und dann sage ich zum Beispiel an meinen Vertreter. Ne? An meinen Vertreter soll das automatisch geschickt werden, damit der das bekommt oder eben dieses Funktionspostfach. Ne? Also ich könnte jetzt auch sagen, an mich soll das gar nicht zurückgehen, sondern wirklich nur an den anderen oder an das Funktionspostfach und dann schließen. Genau, so, dann können Sie die Mail ganz normal schreiben und versenden. Und wenn dann der Empfänger Ihrer Mail ganz normal auf Antworten geht, dann wird die andere E-Mail-Adresse angesteuert. Ja, jetzt wo Sie die Funktion kennen, überlegen Sie sich doch einfach mal im Team, was wäre eine gute Möglichkeit, wie Sie diese Funktion nutzen. Ist es tatsächlich für die Urlaubssituation, dass die Mails an den Vertreter dann gehen? Also jetzt insbesondere bei ganz wichtigen Mails würde ich das machen. Ich würde das nicht bei allen Mails machen, das ist klar. Aber wenn ich weiß, okay, da kommt eine Antwort in meiner Abwesenheit und das ist wirklich wichtig, dass das bearbeitet wird, dann mache ich es doch meinem E-Mail-Empfänger leicht und lasse ihn nicht erst die Information zukommen, dass ich nicht da bin, dass er jemand anders die Mail nochmal schicken soll, sondern dann landet das eben gleich an der richtigen Person. No? Also, muss man für jede Mail wieder einzeln einstellen, aber ist sicherlich eine lohnenswerte Sache. Denken Sie mal drüber nach. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an, so erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.